So, wir haben es alle gehört. Ein Drittel der Corona-Patienten auf Intensivstationen sind geimpft. Hört sich ja erstmal ziemlich gruselig an. Was bedeutet das aber genau? Ja, dazu müssen wir erstmal rausfinden, wo die Zahl herkommt. Ich habe hier den Lagebericht vom 4.11. Und auf Seite 21 kann man die Zahl tatsächlich finden, nämlich hier. Da steht sie. 34,5% Anteil der wahrscheinlichen Impfdurchbrüche von Corona-Fällen auf Intensivstationen. Und ja, was bedeutet sie? Das sind die Fälle, die in den letzten 4 Wochen auf die Intensivstation eingeliefert wurden, und das Alter ist mindestens 60 Jahre. Also wir reden hier von Leuten, die 60 plus sind. Okay, und wie ist es jetzt nochmal genau mit dem Impfen? Also überlegen wir nochmal von vorne. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht sich impfen, dann ist man geimpft, oder man geht nicht impfen und dann ist man ungeimpft. Ja? Also es gibt die Geimpften und es gibt die Ungeimpften. Ja, es gibt da zwei Möglichkeiten. Und von den Geimpften kommen manche auf die Intensivstation und manche nicht. Und von den Ungeimpften kommen auch manche auf die Intensivstation und manche nicht. Okay, und was wissen wir jetzt über diese Satz? Alle Möglichkeiten, diese 4 Möglichkeiten gibt es, ja, geimpft, Intensivstation oder nicht, und ungeimpft, intensiv oder ungeimpft und nicht auf der Intensivstation. Und man weiß einiges, das kann man hier auch in dem Bericht nachlesen. Wir wissen, auf den Intensivstationen betreute Covid-Fälle mit wahrscheinlichem Impfdurchbruch, das sind 257. Ja? Also, wir wissen hier, Leute, die geimpft sind und dann auf die Intensivstation gekommen sind, sind 257. Und dann weiß man auch noch, wie viel es insgesamt auf der Intensivstation gibt. Kann man hier auch sehen, 746. Also insgesamt gibt es 746. Das bedeutet, die Ungeimpften auf der Intensivstation sind 489. Ja, und das ist auch tatsächlich ungefähr ein Drittel. Und das ist tatsächlich ungefähr 2 Drittel. Also die Zahl gibt es, sie ist echt. Aber was bedeutet sie? Na, um das jetzt irgendwie interpretieren zu können, muss man vielleicht erstmal überlegen, wie viele Leute gibt es eigentlich überhaupt in dieser Altersgruppe. Muss man nachgucken. Bei der Bevölkerungsstatistik habe ich gemacht, sind 23,7 Millionen Leute. Und wie viele davon denen sind geimpft? Das steht auch netterweise hier drin. Nämlich hier. 84,9% sind geimpft. Ich mache mal 85. Damit es ein bisschen schöner hinzuschreiben ist, und dann sind 15% nicht geimpft. Okay, und wie viele Leute sind das? Naja, 85% hiervon kann man ausrechnen, sind ungefähr 20 Millionen. Wären 15% davon, sind der Rest 3,7 Millionen. Ungefähr, das ist gerundet. Okay, gut, und jetzt fragen wir uns, okay, von den 20 Millionen sind 257 auf die Intensivstation gekommen, also ich muss dies durch das teilen, wenn ich die Wahrscheinlichkeit rauskriegen will. Und ich möchte das gerne auf 1 Million runterbrechen, das heißt, ich muss diese Zahl durch 20 teilen. Ja, und diese Zahl durch 20 ist ungefähr 26. Ungefähr 13. Das sind 260 durch 20 ist ungefähr 13. Also was rauskommt, ist 13 von 1 Million. Also von 1 Million geimpften Leuten kommen 13 auf die Intensivstation. Die gleiche Rechnung kann man jetzt hier machen. 489 geteilt durch 3,7, ja, weil es 3,7 Millionen Ungeimpfte gibt, ja, kann man auch ausrechnen, kommt raus 132 auf 1 Million. Also sieht man, die Impfung funktioniert prima, denn nur, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nur ein Zehntel, wenn man geimpft ist. Ja, von den Geimpften kommen 13, von den Ungeimpften kommen 132 auf die Intensivstation. Ja, also bedeutet diese Zahl hier, dass die Impfung super funktioniert. Ja. Man kann auch noch sehen, wenn jetzt diese Leute alle nicht geimpft wären, ja, dann würden ja nicht nur 13 von 1 Million kommen, sondern 132, also 10-mal mehr. Dann wären hier schon 2570 Leute auf der Intensivstation. Ja, wenn alle, also kann man auch sehen, alle ungeimpft,
dann hätten wir ungefähr 2500 hier und 500 hier, dann hätten wir 3000 Leute auf der Intensivstation. Wenn alle geimpft wären, ja, dann wären statt dieser 400 oder fast 500 Leute nur 50 da, nämlich ein Zehntel. Kann ich das dazu zählen, dann gäbe es ungefähr 300. Ja? Also die Impfung bringt, dass statt 3000 Leute auf der Intensivstation nur 300 sind. Wenn alle geimpft wären, dann wären immer noch welche auf der Intensivstation, aber eben nur noch ein Zehntel. Ja, und wenn ich jetzt denke, ich bin aber nicht 60 plus, sondern zwischen 18 und 59, dann mache ich die gleiche Rechnung nochmal im nächsten Video.